So, meine Lieben, kommen wir einfach langsam mal live. Hat ja alles etwas länger gedauert. Ich denke mal, wir werden noch ein bisschen mehr Zeit hier brauchen. Würde ich fast meinen, denn Addex, ich glaube, die Jungs werden so viel Zeit, wie es geht, einfach rausholen. Nach dem Spiel jetzt hier im Elias Cup. Und hat man ja leider verloren jetzt hier im BO3 gegen Mattis Sport. Deswegen glaube ich, wird es noch ein bisschen ein Momentchen länger dauern. Also holt euch noch mal was zu trinken, wenn ihr schon am Start seid. Gönnt euch. Es sind auch erst zwei Attack-Spieler auf dem Server. Deswegen, ich denke, es wird noch einen Moment dauern. Wir haben noch Warm-Up-Zeit, knappe 5 Minuten. Es ist Anubis, das gespielt wird. Der Gegner steht 2-2. Hat auch gegen Clock Gaming, wie wir gestern gespielt. Vorgestern gespielt, am 29. gespielt. Nee, am vorvorgestern. Da hieß anscheinend das Team noch Eternal Fire. Also man wurde erst gerade neu umbenannt. Eternal Fire Academy wurde wohl gekickt, würde ich fast meinen. So wirkt es jedenfalls. Auf jeden Fall gab es da auch eine 13-3-Klatsche. Also Clock Gaming scheint ja wirklich sehr, 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 sehr gut zu sein. Crazy, crazy, crazy. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe, ihr seid heiß. Dann geht's hier gleich los. Wundervoll. Es geht los, meine Lieben, hier auf Anubis. Ab in die Messerrunde, ganz entspannt. Attex gegen die Jungs von Codefeed. Die stehen, wie gesagt, 2-2. Alles ist offen. Ich hoffe, die Jungs sind jetzt nicht zu deprimiert, dass man jetzt hier gerade 2-1 gerade reingegangen ist. Oder 2-1 im Endeffekt gerade die letzte Partie verloren hat und dann jetzt hier direkt reingeht. Also es war ja echt krass. Sehr, sehr krasser Masterplan. Ich glaube, die Jungs sind gerade im Bootcamp, pracken viel, bereiten sich extrem für den Stream auf das vor, spielen hier sehr advanced. Wahrscheinlich auch viele Games voraus, weil sie ja die Play-Ins nächste Woche spielen werden, glaube ich. Das ist schon nächste Woche. Also diese Woche nicht, aber nächste Woche könnte ich irgendwann anfangen. Eine Woche vor der EM, ne, ist ja, fangen die Play-Ins an. Also total heftiges Ding hier, ganz, ganz fetter Zeitplan hier bei Attex. Also, wer Bock hat, feuert die Jungs an. Die starten auf der T-Side. Messerrunde ging an den Gegner. Oder haben wir gewonnen, weil zu wenig hier starten. Und den ersten Fight haben wir gemacht. Perks ist dabei. Perks, den zweiten. Was mit Freeze? Können wir noch was machen? Ozzy gönnt sich. Versucht jedenfalls. Plant geht auf jeden Fall bei ihm durch. Hyped und Arrow jeweils einen. Easy Snacks. Sehr, sehr wichtige Shots, die jetzt hier reingehen. Tapper mit nochmal einem Refrag. Arrow probiert es. Oh, hier sieht man den Spieler noch. Zack. Und aus. Wichtige Frags. 1-0 für Attex. Das heißt, damit die CTs ab in die Echo Round. Gibt natürlich einige, die auch einfach reinforcen. Splint hat anscheinend irgendwas gekauft. Boah, da kommen noch ein paar Deagles. Kann man machen, wenn man Bock hat. Einfach mal ein paar Deagles snacken. Aber ich hoffe natürlich, die werden jetzt nicht irgendwie irgendwas Teures mit uns anstellen. Das sind 5 Deagles bei den Jungs da drüben. Drückt die Daumen, dass hier nichts viel passiert. Attex mit einem eigentlich wahrscheinlich normalen Aufbau auf die Map. Schickt seine Leute los. Die kleinen Lemminge, Attex, Lemminge laufen hin und her auf der Map. Und jetzt geht's einfach rein. Hyped gegen The Best. Da kann er erstmal zeigen, wer The Best ist. Nämlich Hyped. Ne? Sollte man wissen. Oh, Zack gönnt sich auch den guten Spint. Smoke kommt vom Timing her. Die Footjumps sind da. Man weiß jetzt, dass da jemand ist. Freeze, Arrow sind hier am Start. Einer on site. Draw Ranger. Durch die Smoke holt sich hier Tapper was. Schon ein bisschen frech, muss ich sagen. Aber okay, jetzt die Runde auch vorbei. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass man die abgibt. Das sollte das sichere 2-0 sein. Und Attex startet hier solide und gut rein. Und wir können erstmal happy sein. Mann, diese Rhymes. Schön von Arrow. Chaka. Sollte ich mir Lexorine kaufen? Ich weiß es nicht. Wäre eigentlich ganz geil. Eine Lexorine. Da würde das ganze Overlay ein bisschen geiler aufsehen. Auf jeden Fall hier. Viel knackiger. Ich hoffe, Anity bringt bald ihr eigenes Ding raus. Was auch kostengünstiger sein soll im Monat. Würde ich feiern. Würde ich sofort reingehen.
Runde 3. Der Gegner reingekauft natürlich. Hat kaum Utility. Schuldeigene, wer sich Deagles kauft letzte Runde und erstmal 700 Dollar wegschmeißt. Eine MP9 noch dabei. Also es hat uns ja perfekt in die Hand gespielt eventuell. Jetzt gab es nochmal eine Mollo. Perks wird vorgeschickt. Perks 1, Perks 2. Wundervoll. Kann die upgraden auf die M4. Die Runde ist schon wieder weg. Also keine Ahnung, Cold Feed. Ich weiß auch nicht, warum man sich so nennt. Wahrscheinlich möchte man den Gegner kalte Füße machen. Aber eigentlich hat die haben die doch kalte Füße, indem sie die ganze Zeit weglaufen. Und safen gehen. Also keine Ahnung, was man mit diesem Namen bezwecken wollte. Tapper. Jetzt auch keine Chance gerade hier. Sucht noch ein paar Gegner. Droppt ins Wasser. Hat man nicht gehört bei Hype, was schade ist. Aber wer weiß. Freeze könnte jetzt hier gleich nochmal den Kollegen sich holen, ne? Oder halt einfach ein Arrow. Ja, ein Arrow regelt. Ganz sicheres Ding. AK will er natürlich nicht mitnehmen. Er ist der Einzige bei Attex, der lieber hier auf der CT-Seite eine M4 spielt. Ich glaube aber auch, Perks kam jetzt nicht wirklich ran. Hat auch die M4 sich reingeladen. Gegenüber der Galil. Schon interessant. Du hast 2 M4s auf der T-Side. Immer wieder lustig. Aber nice. Immer wieder nice, aber nice. Aber lustig, nice, wie auch immer. Schön, dass ihr am Start seid. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Big, glaube ich, spielt noch nicht, aber gleich. Blast nebenbei die Action. Aber coole Sache, dass ihr hier das CS-Team von Attex supportet. Arrow gönnt sich 12 Average. Vielleicht jetzt noch ein Frag hier gleich von Hyped. Gegen Tapper. Hallo Tapper. Was? Yo. Junge, sag mal, genau das sollte nicht sein. Freche Nummer. Kurz ein bisschen aufpassen. The Best ist auch da. Mit der Deagle. Muss ich zurückziehen natürlich. Aber Perks unterwegs Richtung A. Die Mitte wird eingenommen. Also Attex auf einem guten Weg, hier natürlich die nächste Runde klar zu machen. Wir wissen, dass der A-Spot frei ist. Das wissen sie natürlich nicht. Sie müssen jetzt hier alles ausschließen. Sollte aber kein Problem sein. Und damit ist es das 4:0 für Attex. Hat man die AWP? Ich kann jetzt nicht rumfliegen, leider im Observer. Ich hoffe, die AWP ist weggeschmissen worden. Nicht, dass man da rankommt. Das wäre sehr eklig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn jetzt hier Draw Ranger jetzt auch wieder die AWP bekommt, wäre das echt fatal. Man sucht sie, wird hoffentlich nicht fündig. Bis jetzt jedenfalls nichts zu sehen. Haha, schöner Bait, schön zusammengespielt, Perks. Und Orsek, aber Orsek kriegt auch nochmal eine Schelle von der Deagle. Tapper hat Lust. Also zweimal hat er hier Packungen verteilt in unsere Richtung. Ist ein bisschen eklig, aber ist okay. Kann man mitleben. Können wir alle mitleben, oder? Passiert. Waffentechnisch sind wir immer noch am Stüssel. Wir haben das Geld. Der Gegner jetzt auch mit der AWP dabei. Hier bei Tapper. 4M4, das Utility ist gut. Kein Diffuse-Kit. Spielt uns wieder in die Hände. Warum auch immer jetzt hier 12 Average kein Diffuse-Kit gekauft hat, könnte Fehler werden. Könnte ein Fehler sein, meine Lieben. Also ein Diffuse-Kit im Team sollte ja doch schon da sein. Jungs, Attex, ich hoffe, ihr wisst das, dass die kein Diffuse-Kit haben. Also einfach blenden, ein bisschen auf Zeit spielen und dann ist die Runde eh vorbei. Dann können die doch eh nichts machen. Und Tapper kann auch nichts machen. Keine Ahnung, in welchem Zoom, in welchem Tunnel der gerade war. Hand auf Kante, rechte Kante, wahrscheinlich da, wo man den Boost-Card machen kann. Gezielt, man hat hier viel gesehen. Repeak von Orsek ist da. Da kommt 12 Average. Hype holt sich 12 Average. Der war schon daneben. Hier ist er. Und der Körper liegt auch schon an der Seitenwand. Ist auch mumifiziert worden. Also kein Thema für Attex. Währenddessen Orsek auch jetzt hier auf Spint wartet. Was heißt eigentlich Spint? Heißt es Spit? Alles Spit heißt Spucken, ne? Schön von Hype. Schön von Orsek. Also Spint. Auch keine Chance. 5-0. Dieses Mal sieht es wieder sehr clean aus für Alternate Attex. Wirklich, wirklich crazy. Sehr gut. Cold Feet. Gut, soll man sagen. Kein richtiger Teamname. Einfach Mixteam. Zocken in der Advanced rum.
Ist natürlich trotzdem stark, dass man da oben spielt. Viele Teams, die in der Main spielen, glaube, die würden sich freuen, in der Advanced hier zu hocken. Aber wenn der Skill nicht reicht, dann reicht er nicht. Und bei den fünf Jungs, da reicht der Skill, auf jeden Fall da oben mitzuspielen. Und Leute abzufacken oder selber vielleicht auch weiter vom großen Ding zu träumen. Ne? Ist ja auch nicht verkehrt. Fünf Boys, fünf Freunde, die einfach sich zusammengefunden haben. Kann ja alles möglich sein. Wir haben ihn wieder. Freeze. Wie immer in der Mitte unterwegs. Gönnt sich. Jetzt muss man aufpassen. Oh, Orsek. Plus Perks. Unaufhaltsam. Aber Freeze währenddessen wird gesnackt. Also der Force. Die Gegner geht gut auf. Nächstes Banger-Ding von Orsek gegen Drow Ranger. Ich bin ein bisschen langsam gerade eingerostet. Sorry dafür, dass wir nicht jeden Frag drauf haben. Auf jeden Fall gehen die Dinger ins Gesicht. Und sieht ganz gut aus, aber jetzt sollte hier kein Problem sein mit dem Plant. Für Attacks zum 6:0. Heftig. Ist ja schon fast schon langweilig, was hier gerade passiert. Ich hoffe, Big kann auch gleich so reißen gegen Virtus Pro. Drück mal die Daumen. Das wäre schon echt was ganz Feines. Was ganz, ganz Feines. Apollo, so sieht's aus. Erstmal schnell Attacks win und danach rasiert Big. Da hast du vollkommen recht, so machen wir das. Deswegen, also, habe ich es auch geschrieben auf Twitter. Erstmal Warm-Up-Programm vor dem Big-Spiel. Denn der ganze Tag hat sich so krass verschoben, dass Big erst um 9 startet. Ich hoffe ganz ehrlich für sie, dass sie nicht das einzige Team sind, was nicht über 3 Maps geht, sondern entweder selber 2-0 gewinnt, ja. Dann ist okay. Bitte keine 0-2-Klatsche. Das wäre jetzt ganz bitter. Kann Big nicht gebrauchen. Die brauchen den Rigon, der eskaliert. Damit die Fans auch wissen, okay, der kann was. Weil nicht jeder kann gleich funktionieren, wie es halt immer gewünscht ist. Ich vermisse Prosus jetzt schon. Mal gucken, wo der läuft. Wo der landet. Ich bin sehr gespannt. Hoffe, der findet auch bald ein neues Zuhause. Schöne Flash. Ganz trocken. Mit ein paar Flashes rein. Double Flash sitzt. Connector Play. Macht man auch die nächsten Frag. Klar, hier aus Sicht von Arrow. Freeze war gefallen, aber Average, 12 Average hat er nichts mehr. 12 HP oder was? Der hat ganz, ganz wenig. Jetzt kriegt er nur 7 HP. Tapper mit den Fracking Perks. Perks mit dem Frack, aber jetzt muss man aufpassen. Banks jetzt hier von 12 Average. Er geht hier einfach durch die Smoke. Richtig eklige Aktion, aber gut. Die Granate. Hier ist nur eine Smoke. Jetzt schieß! Ah, hyped, Junge. Ja, der hat ein paar Engels, aber jetzt eine Granate. Hat man noch irgendwas? Guck mal, wer eine Granate hat. Orsek. Orsek, schmeiß sie doch einfach mal rein. Da ist einer super low. Was hyped? Was war das denn jetzt? Verarsch mich nicht. What? Okay. Drone Ranger hat sie auf jeden Fall mal runtergezogen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein gerade. Hyped hat einfach gerade mega daneben gefeuert. Das war crazy. Meine Lieben, denkt aber dran, die hatten gerade schon wahrscheinlich so ein 2,5-3-Stunden-Game hinter sich. Haben 10 Minuten Pause gehabt und geht direkt weiter. Also, klar muss man vielleicht abrufen können, aber ist auf jeden Fall nicht so einfach. Definitiv nicht. Danke, Hyped. Danke, Hypedy, dass du uns jetzt diesen Frag gibst hier. Nachdem du zweimal daneben geholzt hast, war es dir eklig oder hat Freeze auf jeden Fall den Gegner gesehen. Schön von Hyped. Macht die Nummer 2 klar. Attack sofort wieder on point. Ganz wichtige Shots hier. Ganz wichtige Shots. Orsek, glaube ich, wurde angeschossen. Der weiß, dass da jemand am B-Spot ist. Gibt's mal noch eine kleine Mollo. Die Bombe natürlich noch sehr weit weg. Muss rüber rotieren. Wir haben hier Freeze, wie immer, in der Mitte. Drone Ranger. Immer noch im A-Spot, wurde, glaube ich, gerade gefunden, bin ich ganz sicher. War einfach nur ein paar Banks von Perks, glaube ich. Und rotiert Richtung B. Man hat gut gefaked. Jetzt ist der B-Spot frei. Attex muss jetzt nur noch herausfinden. Und dann ist es der 7. Punkt hier für die Jungs. Da sollte man sich jetzt nichts mehr nehmen lassen. Geht einfach ganz trocken rauf. Hinten sieht man den Spieler. Perks kassiert auch ein dickes Ding.
Dann ist es Tapper mit dem Fracking Arrow, aber trotzdem, die Bombe kann geplantet werden ohne Probleme. Da geht es auch schon auf die Jagd. Hyped, will den Engel klar machen, dass du nicht mehr hier wegkommst. Wird ganz, ganz schwierig jetzt hier für Tapper. Der hat es auf dem Schirm, dass da jemand kommt. Aber Hyped ist richtig schnell. Ganz fast mit dem Shot. Nächste Runde für ihn. Geht's noch los oder spielen sie noch drüben Liquid gegen Navi? Würde mich natürlich auch interessieren. Ich kann jetzt nicht reingucken. Ich weiß es nicht. Oh, Hype die! Kein Refact von Orsek. Der hat gepennt. Der kriegt den Frag nicht rein. Wie bitter. Wie bitter gerade. Aber okay, alles noch drin. 4 gegen 5. Sind nur 2 Spieler am A-Spot. Die können wir klar machen. Freeze. Opener gegen Tapper. Komm schon. Gönn die mal ganz kurz. Ganz kurz den Shot ins Gesicht. Ja, mittlerweile hat man rotiert. Sind auch mehrere Spieler da. Freeze kassiert die Schelle. Wir haben den offensiven Play hier von dem Typen hier. 12 Average. Und jetzt hat man hier halt den Nahkampf. Ersten hat man klar gemacht. Den zweiten macht man auch wichtige Dinger. Oben steht noch einer. Aber der hat halt nichts. Jetzt muss man aufpassen. Schön von Perks. Jetzt ist man drin. Noch eine Spray. Geht rein. Wer legt die Bombe? Die wird geplantet. Oh, oh, oh. Arrow lebt noch. Und Orsek. Arrow ist natürlich auch eigentlich eine sichere Bank. Man muss aufpassen. Arrow steht gut. Der kann gedeckt werden. Da jiggelt er kurz raus. Es wurde gut zu viel angeschossen. Orsek nimmt an hier raus. Der Spraydown ist gut. Was macht Orsek? Arrow. Der muss aufpassen. Die USP regelt nicht gegen ihn. 2 HP überlebt Arrow. Und die Runde geht an uns. Oh mein Gott, war das close. Ganz, ganz starke Runde. Ganz wichtig auch wieder. Wie immer. Jeder Punkt ist wichtig für uns. Heftig. Wie close war das denn bitte? 8-1. 8-1. Der Force vom Gegner sofort wieder da. Natürlich, Geld hat gereicht, um sich M4 zu gönnen. Aber keine AWP mehr. Keine Utility. Vielleicht ein Ticken zu viel, jetzt hier reinzuforcen. Sind halt immer noch 3 Runden zu spielen. Ich hätte jetzt eher Deagles wieder mit Granaten oder so gefühlt. Oder was auch immer. Um dann rein zu hustlen. Man hört auch schon wieder die Steps. Einer super aggressiv. 12 Average. Willst wissen. Freeze und Arrow gönnen sich. Auf der anderen Seite fällt zwar Hyped, aber Perks ist schon auf dem A-Spot drauf. Jetzt aber das Problem, Orsek hat die Bombe und der will die ungern abgeben. Das heißt, es wäre schon gut, wenn er jetzt hier den Frag ziehen kann. Die Waffe hat er gesehen. Noch so ein Monster-Ding. 9-1. Also keine Ahnung, was hier gerade passiert mit dem Gegner, aber Etex super dominant. Das sieht fast so aus wie das 2-3 auf dem Konto für die Cold-Feed-Jungs hier in der laufenden ESEA-Saison. Aber ist ja noch nicht vorbei. Wir geben denen noch eine Chance hier. Sind immerhin noch 2 Runden zu spielen. Let's go. Chaka, Freeze. In der Mitte. Kleiner Execute. Wurde jetzt überrumpelt. Das ging zu schnell. Waren zu viele Dinge hyped, aber mit einem wichtigen ersten Bang. Da kommt hier Support Orsek auch noch dazu. Jetzt will man die Mitte eigentlich wieder einnehmen. Nochmal checken. Vielleicht kann man Tapper erwischen. Oh, da läuft man in Hype rein, aber sieht nicht oder weiß nicht, dass da noch ein Dritter ist. Dadurch ist es trotzdem noch ein 2 gegen 3. Perks. Weiß, wie er die Mollos wirft und die Smokes. Schöner kleiner Fake am A-Spot. Und damit geht es hier wahrscheinlich Richtung B vielleicht, je nachdem. Aber Arrow traut sich auch noch nicht. Also man wartet hier noch so ein bisschen. Wir haben noch eine Minute auf der Uhr. Wir haben richtig viel Utility hier bei Atex. Aber zusammenlaufen sollte man schon. Da liegt noch eine Granate, die kann man auch aufheben, aber macht er nicht. Hat halt eine. Nein, hat er nicht. Hätte die Granate aufheben können. Hat er nicht gesehen. Fokus. Es geht Richtung A. Und verschoben hat hier noch niemand. The Best ist gerade noch da drüben. So ist das. Das ist halt wie es ist. Ich denke, Atex hat hier eine sehr gute Chance auf diese Runde. Die sollte auch klar gehen. Geld geht rein. Da kommen die Granaten. Da nimmt man zwar noch Perks mit, aber trotzdem passt es. Jetzt natürlich die Mollo nicht optimal gelaufen.
Aber der Plant geht durch. Jetzt müsst ihr the best, auch the best sein. Sehe ich aber nicht, fühle ich nicht. The best mit 3 Frags macht nicht viel. Allgemein sind sie alle nicht gut ins Spiel reingestartet. Nur Tappa ist der Typ, der hier richtig krass abgeht. Muss man aufpassen. Arrow hat jetzt keine Infos. Das ist ein bisschen eklig jetzt gerade. Oh, sick, das Timing. Ah, regelt. Kurz gedacht, dass The Best hier wirklich das bessere Timing hat. Und ein bisschen unlucky am Ende für Orsic wird. Aber es passt alles. 10 zu 1. Letzte Runde hier der ersten Halbzeit. Das ist schon echt heftig. Schmeckt. So kann Attex gut schlafen gehen, würde ich sagen. Nach dieser Performance. Und sich genüsslich in Big reinziehen. Weil anscheinend Team Liquid... Und, ja, Navi immer noch zocken. Heftig. Heftige Nummer. Die ballern immer noch da drüben. Ganz, ganz crazy Ding. Also, Tappa mit dem ersten Opener jetzt in der Runde. Da ist ja wieder der Top-Fragger. Wieder einmal in der Mitte. Diesmal holt er sich hyped. Oh, da hat man den Spieler gesehen. Gefährlicher Play von Arrow. Da war die Spray-Kontrolle gar nicht da. Jetzt kommt das Timing gegen Tappa. Der ist gut drin gewesen. Auf der anderen Seite holt sich auch noch Orsic spinnt. Jetzt geht man offensiv gerade rein. Erwischt. Freeze, das ist bitter. Da hat man gerade noch den Rücken irgendwie gekriegt. Schade. Traue ich Attex den Aufstieg wieder zu, aber natürlich. Na klar. Die Jungs können das. Bloß der Fokus liegt, glaube ich, jetzt nicht unbedingt da drauf gerade. Die legen eher gerade den Fokus auf die Play-Ins. Aber das hier ist entspannt gespielt einfach. Oh, da läuft man hier. Oh, Orsic, guckt euch einfach Orsic an. Wie frech ist er denn? Orsic, wie viel... Das schmeckt doch, meine Lieben. Junge, was war das denn? Geil hat das geschmeckt. Orsic, mein Freund. Mua. Wie Zucker ging das gerade rein. Oh, Baby. Oh, Baby. Wie gesagt, ich denke, die Play-Ins sind gerade viel, viel wichtiger für Attex. Man muss es ja so sehen. Attex ist ein Team, ein Counter-Strike, ein CSGO und Counter-Strike, die mit deutschen Spielern auch spielen, aber eigentlich komplett Underdog sind. Weißt du, wie ich meine? Eigentlich sind alle, die gesamte deutsche Community kennt nur Big. Weil Big halt ganz oben auf Tier 1 spielt. Oh, wir sind abgestürzt. Wir müssen uns schnell reinconnecten wieder. Sorry dafür. Ich hoffe, das geht gleich wieder. Achso, das ist das Falsche. Ja, jetzt steht schon 11-2. Bitter. Wisst ihr Bescheid? Leider abgestürzt. So, dann können wir gleich weiterquatschen. So. Wir sind drin. Sollte weitergehen. Da haben wir die Runde. Chaka. Leider verlieren wir die Pistole. Habt ihr ja gerade gesehen. Schon leider ein kleiner Spoiler. Ja, obwohl man gut hier aufhält, scheint man hier nicht viel mehr machen zu können. Die Fuse geht nicht durch, oder was? Ganz crazy. Schafft's wirklich hier, Tappa hier das Ding klar zu machen? Die Fuse einfach durch. Man hat nicht durch die Fuse. Heftig, Tappa. Junge, der ist der krasseste. Schade. Egal, wir haben ein richtig großes Polster. Sollte alles noch funktionieren. Also, zurück zu der, was ich denke halt. Das Problem ist halt einfach, dass die deutsche Community halt allgemein, man kennt halt nur T1 Counter-Strike. Fast alle also es gibt richtig viele Counter-Strike-Spieler in Deutschland. So ist es nicht. Aber die meisten gucken sich halt kein deutsches CS an, sondern nur T1 Counter-Strike. Face. Alles, was gerade in der Blast läuft. Und nur Big taucht halt dort auf. Deswegen kennt man das. Alles, was da drunter kommt, kennt man gar nicht. Nur die wenigsten kennen hier einen Attex, einen Arrow, vorher halt ganz viele andere gute Teams, die es halt einen Namen gibt, Expert Online und wo da Unicorns of Lore, was für coole Spieler da einfach überall da waren. Und das ist ein großes Problem für dich. Deswegen hoffe ich natürlich, dass hier dieses, sag ich jetzt mal, Full Focus auf die Play-Ins auch ein bisschen was für deutsche CS gemacht wird. Beziehungsweise für das Attex Counter-Strike. Weil Attex hat, die haben es verdient, die sind super stark, die geben sich Mühe, die grinden im Elias Cup, die grinden überall, sind die dabei, CCT, überall zockt Attex auch und eigentlich auch in vielen gleichen Ligen wie Big, ja, die sind bloß nicht ganz oben dabei, da fehlt noch eine Kleinigkeit, aber die haben die Chance auch da überall zu performen und deswegen finde ich es eigentlich schade, wenn man dann nicht noch mehr Support bekommt, auch aus der DCS-Community, weil sie sind einfach auch geile 5 Zocker, da sind auch Big Academy-Spieler dabei, Freeze, Perks, Orsic sind vielleicht nicht gerade die Leute, die hier man über Big kennengelernt hat, aber die haben ihren eigenen Weg gefunden. Ja, so geile Geschichten dahinter. Ich kenne die ja schon sehr lange mittlerweile. Muss man einfach so sagen. Muss man einfach so sagen. Ja. Aber okay. Es ist, wie es ist. Jetzt die Runde. Leider geht hier nichts. Wir waren reingeforst bei Attex. Ich glaube nicht mehr, dass wir hier was angreifen können. Wir probieren es zwar anscheinend, aber
Bisschen zu greedy. Sollten wir safen hier auf Seiten von Attics. Deswegen hoffe ich natürlich. Schöner Anschuss. Dass die Play-ins richtig. Oh, hyped. Jetzt wird es nochmal frech, oder was? Was machen die jetzt da? Junge. Gibt es nochmal Free-Waffen oder was? Da liegen zwei schöne AKs. Die fliegen aber leider falsch in die falsche Richtung, glaube ich. Wo fliegen die hin? In unsere Richtung? Kommt man da noch ran? AKs, 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 AKs. Money, money, money. Hat man bekommen. Nice, die beiden AKs. Ja, mit Sky geht's ja weiter. Der hat ja jetzt, gab's ja ein Announcement. Muss mal gucken, Apollo. Es gab ein Announcement. Ich weiß nicht, wo er spielt. War jetzt erst vor ein paar Tagen. Er hat wieder ein Team. Man hat, Big hat den dahin verkauft, so. Ja, das Big Academy Projekt ist schon schade, definitiv. Aber was willst du machen? Hat sich nicht mehr rentiert, glaube ich. Es kostet auch natürlich viel Geld. Die wollen die Spieler ausbilden und dann eigentlich gerne verleihen, so wie sie es jetzt tun, damit sie dort indirekt Geld machen, sozusagen. Eine Gebühr sozusagen bekommen Richtung Attex, Richtung Big. Die dafür ein bisschen mit Geld kassieren und sowas alles. Das ist ja auch alles Marketing und alles auch Wirtschaft so ein bisschen. So, jetzt hier Perks mit der Chance. Aber klappt nicht. Die A-Spot gehört den Jungs drüben von Cold Feet. Das muss man hier bitte noch Tapper besiegen und dann ist alles schön. Man hat ja zwei coole AKs. Kannst nichts machen. Schön von Freeze. Nochmal eine AK reinladen, dann ist alles okay. Waffen safen. 11 zu 4. Da hast du vollkommen recht, Apollo. Da gibt es leider auch nichts mehr. Das ist ja ein Problem natürlich. Aber deswegen ist es ja auch so schade, dass halt trotzdem. Guck doch an, wie wenig Support Attex bekommt, sag ich jetzt mal. Ja, okay, es gab jetzt keine Social Media Posts so wirklich, aber trotzdem interessiert man sich nicht dafür, dass sie in der Sea Advanced spielen. Weil, wen juckt ihr Sea Advanced? Obwohl ihr Sea Advanced Team alle gut auch in der ECL spielen können oder damals MDL. Und allgemein gibt es da viele krasse Teams einfach, ja. Schade, die AKs kann man nicht mitnehmen. Stark gemacht von Cold Feet. Ist alles nicht so einfach. Ja, deswegen. Die meisten Menschen sind relativ einfach gestrickt. Wollen einfach nur T1, Counter-Strike und fertig. Deswegen hoffe ich einfach, dass man den Durchbruch weiterhin schafft. Dass man bei Attex vielleicht noch weiter hochkommen kann. Würde ich ihnen auf jeden Fall mehr als gönnen. Mega nice, Apollo. Mega nice. Ich war ja am Blastcast allgemein. Da muss ich zugeben, da bin ich auch ein bisschen faul. Da gehe ich auch manchmal nicht rein. Weil mir auch diese Englischcaster nicht so gut gefallen. Das ist das Problem. Und da gibt es ja keinen deutschen Cast. Ich hätte gerne einen deutschen Cast dargestellt, aber ja, ist nicht so ganz einfach als Community-Caster da was mal zu machen. Überall ist halt Wirtschaft. Überall will man Geld machen. Schwierig. Und Elias ist da ein bisschen anders gestrickt als viele andere Turnierorganisatoren, sagen wir es mal so. Sonst hätte ich da auch einen deutschen Cast gestellt, wenn ich jetzt nicht in der Blast unterwegs wäre oder so. Bei Fragstar. Deswegen hoffe ich, dass Big heute weiterkommt. Und dann mache ich morgen einen geilen Big-Cast. Wäre richtig sweet. Guck mal, Alchat Attex ist auch da mit dem Main-Account im Chat. Grüße gehen raus. Und da wird direkt Props an dich geschickt hier. Bombe. So muss es sein. Alten Attex-Fans. Gerade schon gesehen. Valorant Attex. Da wird ein neuer Spieler, ein neuer Sub gesucht oder sowas. Was auch immer das ist. Ich meine, damit Supporter, ich weiß es nicht. So. Man kommt auf den A-Spot erstmal rauf. Trotzdem, wir sind im Vorteil. Schöne Flash. Der Spray ist gut. Schön gemacht von Perks und Freeze. Wichtige Runde. Erste Waffenrunde direkt gescheppert im Gesicht bei Cold Feet. Und damit haben wir 8 Matchbälle jetzt hier für Attex. Boah, brutal. Ich denke, das war's. Ich denke, das sollte jetzt hier durch sein. Ein guter Auftakt, ein gutes Omen für das deutsche Counter-Strike. Und damit schicken wir dann gleich, falls es dann soweit ist, euch alle dann auch zu Sonix in die Watch Party. Da geht's dann ab. Da wird dann Big angefeuert. 13-4 Klatsch. Batz, wäre jetzt der Hammer. Wäre jetzt wirklich der Hammer. Let's go, Alter. Weggefickt. So sieht's aus. Weggeknallt. Ist okay. Für mich stört das nicht. Da kann man ruhig ein bisschen so. Ein bisschen obszöner kann man hier reden. Das gehört dazu, so ein bisschen. Weggeklatscht. Das hat richtig gescheppert. Schön von Arrow. Jetzt geht's hier aber hin und her. Nochmal. Jeweils ein Spieler weg, aber wir sind im Vorteil. Wir haben noch einen Spieler mehr am Leben. Was geht hier ab? Oh, Duell hyped. Na, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Man will auch nicht zu viel. Oh, da hat die Info.
Da geht was. Arrow auch da. Verschoben. Hat Freezy auch schon hier auf den B-Spot. Wir haben Perks, die sichere Bank hier an A-Main. Nur die Mitte ist offen. Jetzt gibt es vielleicht eine schöne Granate. Die tut weh gegen The Best. The Best rested mal eine Runde. Rested Best. Oh, 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 Arrow. Guter Damage. Junge, was geht da ab? Und jetzt ist es hier vom Connector aus Perks. Und der ist vom Timing jetzt schon. Da musst du Tapper kassieren. Den ersten hat er. Jetzt close die Granate. Perks regelt. 13 zu 4 gewinnt man diese Partie. GG. Well played. Neues Pünktchen auf dem Konto. Einwandfrei. Da müssen wir uns nicht beschweren. Wundervoll. Wundervolles Ding. Ich bin happy. So haben wir nochmal einen schönen Sieg hier auf den Abend. Da geht es rein, meine Lieben. Voll. Voll gut. Was? Was? Wie was? Was für No-Names? Wie war so? Wer ist No-Name? Ach so. Wegen, mit, weg mit den No-Names. So sieht's aus. Jetzt habe ich verstanden. Jetzt gerade erstmal blind. Danke für gar kein Problem. Wie immer, bockt mich ja auch immer an. Ich habe immer Bock drauf. Und deswegen. Wir raiden rein bei Sonix. Euch einen schönen Abend noch. Viel Spaß beim Big Watch Party mit Sonix. Oder geht bei Frackstar.de rein. Die würden sich freuen bei jedem Support. Und dann geht's morgen mit mir wieder live in die Blast Action, wer Bock drauf hat. 12 Uhr bis wahrscheinlich 16, 17 Uhr. Bin ich bei den ersten beiden Games dabei. Macht es gut, habt einen schönen Abend. Schlaf gut. Viel Spaß bei Victor.